dann natürlich diese beiden jungen, sympathischen Braunschweiger, die Sieger der Herzen, Bürgermeister der Herzen. Wahnsinn. Sagen dir die Namen Lasse Richey und Pierre Bauer etwas? Sagen die dir was, Axel? Nein, sagt mir tatsächlich nichts. Ich bin ein bisschen erschüttert, weil ich habe eigentlich immer gedacht, ich wäre politisch interessiert und dann ist hier ein Bürgermeister der Herzen einer so schönen Stadt wie Braunschweig und ich kenne den nicht. Das zeigt eigentlich nur, was für ein Depp ich bin und wie schade es ist, dass ich nicht mehr in dieser Szene bin. Räusper, räusper. Sonst würde man diese sympathischen, netten, freundlichen, intellektuell hochbegabten Menschen sicherlich kennen, aber da bin ich raus. Tut mir leid, Philipp. Ja, ich hatte Überschneidung mit Lasse Richey und Pierre Bauer. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, auf was du vorbereitet bist, sagst du. Ich spoilere ein bisschen. Das ist jetzt hier nicht, wie soll ich das sagen? Das wird danach nicht verschriftet und gilt für immer als irgendwie als ein Meilenstein des neuen Nationalsozialismus. Ich muss es irgendwie spoilern. Das wird schon ein bisschen doof. Ja, das musst du aber machen, Philipp, weil du bist ja genau wie ich gekauft von Soros, Bill Gates, Merkel, Scholz, Illuminatengruppen und bist ja antideutscher Antifa, Deutschlandhasser und Überfremder und dann musst du natürlich diese beiden tapferen deutschen Stolzen recken, die total stabil sind, ist ja ein Wort, was ich jetzt dank Manuelsen und Charo gelernt habe, diese beiden stabilen deutschen Jungs, die hier für Führervolk und Vater mutig kämpfen, einfach niedermachen. Axel, ne? Es hat sich ein anderes Wort unter dem Video durchgesetzt und es ist Stabibi. Stabibi ist das Neue, ist die Mischung aus Stabil und Habibi, Stabibi. Ja. Aber mal Spaß beiseite jetzt und so. Du hast mir dieses Video heute ja geschickt und sagtest, hast du Bock drauf, mit zu reacten? Und ich habe es mir 20 Sekunden anschauen können und musste dann Pause drücken. Ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, bin jetzt auch schon 40, ja, aber ich konnte nicht mehr, weil ich hätte mir sonst in die Hose gepinkelt vor Lachen, was die beiden da wirklich da als Realsatire von sich gegeben haben. Und ich bin gespannt, was danach auf uns wartet. Ich bin mir ziemlich sicher, nach so einem Video, der Lasse Richey, der verwirrte junge Mann im Vordergrund, ja, wirklich, wirklich die übelste Ausstrahlung mit im Internet, wenn man sich mit dem beschäftigt, hat mehrmals schon Leute öffentlich angegriffen. Die beiden haben mich mal voll auf Drogen angerufen. Ungefähr vor. Hast du das Telefonat noch? Ich hab's irgendwo, ich hab's vorhin versucht, eine halbe Stunde zu suchen. Ich habe ja auch noch so eine Datei, wo dann hier der Alex von Kampf der Nibelungen den Steven Ehrenmann Feldmann dann dort fragt, ja, glaubst du in die Überlegenheit der weißen Rasse? Und er lacht sich und schiebt sich irgendwelche Nüsse in den Mund und sagt, ja, na klar. Da sagt er, der Steven, wenn ich das finde über ihn, dann löscht er sich bei TikTok. Das Ding ist, die haben ihre Livestreams alle nicht drin gehabt. Und es gibt viele Aufnahmen, die mir zugespielt worden sind, das müsste ich mir stundenlang auch angucken und das ist so gerade so eine Sache, wo ich keine Lust habe. Falls es da jemand freiwillig draußen gibt, der sagt, okay, ich will mir den ganzen Scheiß nochmal stundenlang reinziehen, der darf das gerne machen. Aber die beiden haben mich dann angerufen, total drauf, haben dann reingelabert, ich habe dann angefangen, das Telefonat aufzunehmen und habe es dann auch irgendwann mal online gestellt. Irgendein Video muss es schon mal geben, vor 5, 6 oder 7 Jahren ungefähr, 2016, 17 muss es gewesen sein. Und da haben die total drauf, irgendwie haben die gefeiert und da haben sie mich angerufen und haben gesagt, ja, warum ich jetzt so ein Verräter, so ein Aussteiger bin und so und den einzigen Helden, den sie haben aus diesem Video, von diesem Video damals vor dem Werwolf-Laden, das war dann der Kutzke, der sich gerade gemacht hat. Da habe ich die beiden ausgelacht und habe gesagt, der Kutzke, dessen Namen da gerufen wird, damit ist der Polizist gemeint, der heißt Kutzke, so eine Deppen, ich habe mich totgelacht. Das ist einfach... Das tut schon weh, Axel. Das tut weh. Ich will denen ja auch helfen. Die sollen sich auch verändern. Leg die Bauchtasche ab und komm zurück. Ja, aber letztlich muss man ja sagen, wer so in die Öffentlichkeit geht, darf sich auch nicht beschweren, wenn sich darüber lustig gemacht wird. Und ich weiß ja, es kommen auch hier wieder die Kommentare. Redet doch bitte mit denen, nicht über sie. Kann man aber sagen, ja. Der Versuch würde sehr schnell in die Hosen gehen, ja, weil mit... Also ich weiß gar nicht, was man dazu würde sagen sollen. Ich würde mich wahrscheinlich von vorne bis hinten einnässen, weil ich mich so kaputt lache über diese Auftritte. Allein deswegen wäre es schon kaum möglich, da einen Dialog zu führen, ganz unabhängig davon, dass die beiden ja Wahrheiten verbreiten und gar keinen Dialog haben wollen. Deswegen bitte spart euch diese Hinweise. Ja, man kann gerne mit denen reden. Wenn sie aussteigen wollen, können sie sich bei mir, bei dir, bei allen anderen Aussteigern melden, können ins Programm gehen, können sich helfen lassen, ein schönes Leben führen.
dann kann man sich auch zusammen hinsetzen und auch gemeinsam lachen über das, was wir alle damals da an Nonsens von uns gegeben haben und was wir da für Abziehbilder gewesen sind, ja. Und ich finde es schön, dass ich jetzt nur noch ein normales Abziehbild bin und kein Politkasper mehr, ja, und weiß, wie traurig das ist. Und die werden das wahrscheinlich genauso geil finden, was sie da machen, wie ich damals meine eigenen peinlichen Auftritte geil gefunden habe. Aber man kann dem entkommen. Es geht, es läuft. Und dann wird das Leben viel geiler, viel schöner, viel stabiler, viel mehr Habibi-mäßig. Ja, also kommt da raus, Jungs, bitte. Ist so, also einige sagen leider was zum Ton. Also ich habe Axel ein bisschen runter gedreht. Bei mir ist voll aufgedreht. Ich kann nichts mehr machen am Ton. Das tut mir leid, Leute, so ist das manchmal. Also diese beiden sind auch dafür bekannt, dass die in Braunschweig Leute schon durch die Stadt gejagt haben. Gibt es auch ein Video davon, wo er jemals zu jemandem hingeht, der gegen Nazis Aufnäher hat oder einen Antifa-Aufnäher oder sonst was. Also über was wir hier sprechen, wir reden hier über Hardcore, gewalttätige Neonazis, eher Gewaltassis, ja, und das darf ich so sagen, das sollen die mir nachsehen, weil ich da mich genauso dazu gezählt habe, ja, die das dann so ausgelähmt haben, einfach egal welches Feindbild man sieht, ja, das hätte jemand von der Kirche sein können, bis hin zu jemand mit dem Kopftuch, bis hin zu irgendjemand mit schwarzer Hautfarbe oder sonst irgendwas hätten wir angegriffen und von daher möchte ich das betonen, dass ich das deren Lebenswelt halt immer noch kenne und ich wollte gerade sagen, verstehe, das tue ich nicht mehr. Aber lass uns gleich mal reingucken, wie sympathisch diese beiden Jungs darüber sprechen, dass es dann wohl vor 6 oder 7 Jahren soll, glaube ich, der Angriff gewesen sein, den sie jetzt aufklären wollen. Und das ist hier ernst gemeint, ne? Das ist keine Satire, das haben nicht Axel und ich, haben diese beiden jungen Typen nicht irgendwo casten lassen und haben gesagt, so, wir brauchen einfach mal zwei Wildgewordene irgendwie aus irgendeiner Psychiatrie, mit denen wir irgendwas drehen wollen, sondern das ist hier ernst gemeint, ne? Das ist wirklich auf einem Channel rausgebracht worden. Das heißt, Nazi versus Antifa Part 2, Real Talk, Neonazi, Real Talk. Ja, so Axel, dann leg das mal laufen. Keine Sorge, Ich, Axel. ich, wollt, ich, bin, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht von den 20 Sekunden, die ich schon kenne. Aber ich habe jetzt gerade mal kurz mit mir selber Zwiesprache gehalten und bin zu dem Schluss gekommen. Bei aller Kreativität, ja, selbst bei aller böswilligen Satire und allem Zynismus, den ich aufbringen könnte, wäre es mir nicht gelungen, so ein Video zu erfinden. Ja, also tatsächlich, ich hätte einiges vielleicht zustande gebracht, so König Peter, volkslehrermäßig, hätte ich noch hinbekommen, aber das, was wir jetzt gleich erleben, das ist so cringe, das ist so real-life-Meme, ja, also, lass einfach laufen, ich bin gespannt, was da noch Attacke. kommt, Wir haben ein wirklich. kleines Schmankerl haben wir noch hinten dran. Ein kleines Schmankerl haben wir noch hinten dran. Wir sind heute in der NS-Mustersiedlung Lehndorf, um über den ersten Überfall auf unseren Bürgermeister der Herzen, Per Bauer, zu berichten. Dieser war genauso brutal wie die Überfälle heutzutage, widerlich geplant und finster durchgeführt. Wir informieren euch, bleibt dran für mehr. Wichtig ist das Video, das hier gezeigt wurde. Es war ein Angriff irgendwo in Ungarn. Ich kann das nicht verifizieren, sagt mir gar nichts, das tut mir leid. Also, ja, wir müssen dann immer so ein bisschen aufpassen, was dann gesagt wird und wie. Ja, es gibt auch Angriffe aus Antifa-Kreisen auf nationale Neonazis, sonst irgendwas. Ja, klar, die gibt es. Nur dieses Video hat erstmal mit dem Video hier nichts zu tun, Leute, ja. Ich würde hier aber auch direkt mal ganz klarstellen, falls von dieser Seite jetzt wieder kommt, naja, da sind der Reiz und der Schlaffer so zahnlos. Krimineller Antifaschismus, extremistischer Antifaschismus, Angriffe auf Menschen sind immer falsch, immer verkehrt, egal von wem sie ausgehen. Da lehne ich das genauso ab, wenn irgendwelche selbsternannten Antifaschisten dann jemanden angreifen, den sie als Neonazi brandmarken wollen. Das ist falsch, das ist verkehrt, das ist asozial, das ist kriminell, keine Frage. Es muss aber immer wieder auch erwähnt werden, dass wir hier von Leuten sprechen, die ja im Grunde genommen jetzt wortreich finstere Angriffe beklagen, aber selber kein Problem damit haben, wenn sie die Ja, Angreifer sind und genau. sich andere Opfer Gut, dass rausholen. du es sagst, Axel. Das ist dann immer auch so ein bisschen Geschmäckle mit drin, wo ich sage, ne, weil wenn man sich hinstellt und Gewaltscheiße findet, sollte man vor allem auch vor der eigenen Haustür kehren. Und wir sind nun zum Glück in der Position, dass wir jede Form von Extremismus Kacke finden. Deswegen braucht hier niemand ankommen und jetzt erzählen, der Reiz und der Schlaffer, Antifa-Sympathisanten. Ich bin als Demokrat selber Antifaschist. Ich weiß aber, dass nicht jeder Antifaschist Demokrat ist und es da genauso Gewalttätigkeiten gibt wie im Rechtsextremismus. Aber das enthebt diese Leute nicht von ihrer eigenen Verantwortung. Und deswegen heult ein bisschen leiser, solange ihr selber gewalttätig und gewaltaffin seid. Punkt. Und der Unterschied ist vielleicht, um den mal anzusprechen, Axel. Ich will da kein Whataboutism machen, aber nur, dass man es mal versteht. Die beiden wären nicht zum Opfer von irgendjemandem geworden, ja?
wenn sie nicht ganz klar als Täter, als Neonazis unterwegs sind. Ja, das ist immer der Unterschied. Aber von Neonazis kann fast jeder zum Opfer werden. Das ist nicht so, Axel. Also das ist, da sprechen wir über eine Lebenswelt, also dass Antifaschisten rausgehen aus irgendwelchen Antifa-Gruppen und grundsätzlich jeden angreifen, da tue ich mich schwer mit. Die Feindbilder, die Neonazis aufbauen, die sind bedeutend breiter gestreut und da würde ich schon noch eine Differenzierung in der Gewaltaffinität machen. Das ändert nichts dran an der Ausübung. Aber nein, pass auf, würde ich dir recht geben, also ein Antifaschist würde niemals einen Behinderten angreifen oder ein LGBTQ-Paar oder sonst irgendwas. Die rechtsextreme Szene hat natürlich viel größere Feindbilder, viel weiter gestreute Feindbilder. Man kann aber trotzdem auch als jemand zum Opfer werden, der selber nie Gewalt angewandt hat, der noch nicht mal Teil einer Neonazi-Struktur ist, der einfach nur als Rechts- oder als Kapitalist oder als Transfeind oder sonst irgendwie gebrandmarkt wirkt von linksextremen Kreisen. Auch da gibt es breit aufgestellte Feindbilder und da kann man auch sehr schnell mit Gewalttätigkeiten konfrontiert werden. Also da würde ich jetzt nicht verniedlichen, also da würde ich schon sagen... Ja, aber einen Unterschied würde ich hier trotzdem machen. Also die Ausübung rechtsextremer Gewalt ist trotzdem für mich noch nicht gleichzustellen. Also ich verurteile beides, das sage ich damit nicht. Ich wünsche den beiden das trotzdem nicht, dass sie angegriffen werden, ermordet oder getötet werden oder auch irgendwann verschleppt und Lager gestopft werden, was sie vielen Leuten wünschen und wenn sie es ausleben können. Aber trotzdem würde ich immer noch sagen, ist ganz häufig auch, ist natürlich Antifaschismus eine Reaktion auf Faschismus. Ne? Das ist natürlich, ja, ich Philipp, also ich habe selber, kann aus eigener Erfahrung auch nur sprechen, es gab immer auch wieder Gruppen, die selber sagten, na hier Gewalt und wir wollen ja gewinnen, das sind ja Volksgenossen. Das ist so ein bisschen immer der Streit von beiden Extremen, wer hat zuerst angefangen, wer bedingt die Gewalt des anderen. Weil wenn du jetzt die Neonazi-Szene hörst, die Rechtsextremen hörst, sagen die ja auch alle, wir sind ja nur gewalttätig, weil die uns zuerst den Schädel eingeschlagen haben. Das ist so ein bisschen die Diskussion, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Da denke ich, tun sich beide Seiten nichts. Und wenn man uns gut, die ich glaube, die Zahl der Todesopfer im Bereich des Linksextremismus in Deutschland spricht eine andere Sprache als die 300 Todesopfer aus dem Rechtsextremismus. Ich glaube, das spricht schon eine andere Sprache. Können wir aber generell mal nochmal drüber sprechen, weil ich würde die beiden jetzt hier auch noch zu Wort kommen lassen. Wir werden das Thema heute noch mehrmals aufgreifen, weil sie natürlich heute in die Opferrolle reingehen. Und eins würde ich euch sagen, die Opferrolle steht den beiden gar nicht. Das sind beides Täter, genauso wie wir das hier waren. Das sind Täter. Das darf man hier bei diesem Video nicht vergessen, wenn rumgeopfert wird. Boah, Axel, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wenn ich den Gang hier schon sehe von den beiden, das ist, wenn ich das schon sehe, das hat jemand aufgenommen, die hat einen Kameramann, der hat gesagt, boah, wirkt richtig krass cool, ihr beiden. Richtig krasse Nummer. Warum stehen wir denn heute hier? Also ich bin damals hier ausgestiegen, weil ich ein Bauchgefühl gehabt habe, dass es demnächst auch einen Angriff gegen mich geben wird. Das war dann ja halt der erste Antifa-Angriff, der dann hier stattgefunden hat, wo ich hier wohne. Und deswegen bin ich hier ausgestiegen. Es hat aber keinen Sinn ergeben, dass ich hier ausgestiegen bin, weil ich immer eine danach ausgestiegen bin, eine Haltestelle danach. Richtig. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, steig jetzt hier aus. Und davor war ich im Fitnessstudio, habe mein Programm gemacht und habe mir an dem gleichen Tag noch einen Teleskopschlagstock gekauft. Ich weiß nicht, Axel, ob du das... Gott sei Dank habe ich... Ich kann nicht mehr, manchmal, ich kann nicht mehr. Das ist so, also das ist natürlich sind die durch die Medienschule beim Patrick Schröder durch, ne? Das ist ganz klar. The Brain hat hier natürlich... ich kann manchmal nicht, also... Ja, ich war dann beim Sport und bin ich eine Bushaltestelle ausgestiegen, weil ich sonst steige ich immer woanders aus, obwohl hier vorne, wo ich, hier würde ich sonst auch immer aussteigen, aber sonst fahre ich eine Bushalte weiter. Und Gott sei Dank war ich beim Sport und bin dann, Gott sei Dank, habe ich mir überlegt, ich kaufe mir heute einfach mal einen Teleskopschlagstock. Ich sage zu euch ganz ehrlich, ich bin die letzten Jahre noch nicht einmal morgens aufgestanden und habe mir gedacht, morgens, ich brauche erstmal wieder einen Teleskopschlagstock. Ich weiß nicht, wie oft du so aufwachst, Axel, keine Ahnung. Ja, aber Teleskopschlagstock eigentlich schon eine Uzi und eine Handgranate ist ja so das Minimum, was man sich morgens überlegt, was man so einkauft und zeigt natürlich dann auch so einen Überfall, wie wichtig es ist, sich selber zu bewaffnen als Stabibi, ne? Ganz, ganz wichtig, Jungs, kauft Waffen, ne? Gibt ja auch hier unseren Waffenhändler, bei dem wir schon reacted haben, ey, da könnt ihr euch Armbrüste, alles kaufen. Oh. Das ist schon so geil, ne? Also, aber auch diese Herangehensweise, dieses Video zu machen. Also die beiden Typen laufen da so als aufgepumpte Michelin-Männchen mit Rasierklingen unter den Achseln, damit sie auch bloß breit wirken und
geil, mit Bauchtasche, hier Fake-Gucci-Jacke, ich bin so stabil, ich bin so stabil, ich kann mich nicht bücken und kann deswegen keinen Stuhl benutzen, Alter, ich bin so stabil. Ne? Und dann hängen die da zu einer Bushaltestelle, wie in so einem schlechten RTL2-Sozialporno, ja, und erzählen da so, ja, dann bin ich hier Bus gefahren und ja, Teleskop-Schlagstock gekauft. Das kannst du ja eigentlich nicht ausdenken. Ja. Das ist so Berlin Tag und Nacht noch schlechter als ja, Berlin. Und das ist schon, ich dachte, da drunter gibt es nichts mehr. Aber Axel, die zeigen von sich ein Kampfvideo am Anfang. Erstens, wo jemand am Boden auf jemand auf den Boden einschlägt. Ja, also und deren Logo ist ein Schlagring und so weiter. Und jetzt geht es gleich darum, meine Güte, es gab Gewalt. Ja, und dieses so, was für Zufälle das gibt, so, ich habe dann morgens mir einen Teleskopschlagstock gekauft und dann war ich beim Friseur, dann habe ich gedacht, ich brauche noch ein Springmesser und dann habe ich mir noch hier einen Mate-Tee gekauft und dann habe ich gedacht, gut, ich brauche noch eine Knarre. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist, Axel, wie kommt man auf die Idee, diese Videos dann dort irgendwie so zu machen? Man geht an diese Bushalterin, kein Mensch weiß, wer die sind. Haben die so ein Gefühl schon, die denken, dass sie irgendwie bekannt sind oder so? Gut, so ein Extremist geht ja immer davon aus, dass Kraft seiner Aktivität, Kraft seiner Stellung als Kämpfer für die Wahrheit gegen das Establishment, die Feinde des Volkes, ja, im Zentrum des Denken und Handelns der ganzen Welt steht. Und sie bespaßen sich ja gegenseitig dann mit Artikeln, mit eigenen Aktionsberichten, mit ihren eigenen Videos und haben in ihrer Selbstwahrnehmung wirklich diese Vorstellung, wir sind so bedeutend, wir werden erkannt wie Michael Jackson zu seinen besten Tagen und jeder ist darauf aus, uns entweder die Hand zu schütteln, weil wir die Retter des Volkes, die Vertreter der schweigenden Mehrheit sind, oder uns anzugreifen und dadurch ziehen wir die Legitimation, uns zu bewaffnen und selber gewalttätig zu werden. Wenn man die beiden jetzt fragt, hör mal, hier euer Video, ihr zeigt, wie ihr jemanden, der am Boden liegt, noch den Schädel einschlagen wollt. Ja, das machen wir nur, weil wir immer angegriffen werden. Wir sind die Opfer. Ne, da ist ja auch null Selbstreflexion und null irgendwie Übereinbringen ihrer tatsächlichen Bedeutung. Sagen wir mal, weil die kognitiven Fähigkeiten nicht, ne, da sind, kognitive Fähigkeiten fehlen einfach, sich auch selber so ein Video danach kritisch anzugucken und zu sagen, war das, ne, Axel und ich haben uns immer mal wieder auch danach in den Videos, ne, auch wenn Axel und ich mal an die einmal, mal kurz über Dinge nachzudenken, man muss das danach nicht nochmal 8 Stunden zerpflücken, aber auch nochmal 10, 15 Minuten in sich gehen, über irgendwas sprechen, aber das findet hier gar nicht statt, ne? Eine Reflexion, das wird aufgenommen, krass, wir sehen beide cool aus, geil, wir sind richtig harte Typen und das wird jetzt gefeiert. Na gut, machen wir mal, lass ich mal laufen. Da merkt man ja auch wieder, dass du da irgendeine Vermutung gehabt hast, dass da irgendwas gegen dich geplant ist. Definitiv. Und deswegen bin ich hier ausgestiegen, weil Bauchgefühl gesagt hat, steig jetzt hier aus. Und deswegen immer auch auf das Bauchgefühl hören und nicht immer nur auf das Herz. Richtig, richtig. Ja. Und Worte. Tut mir leid, ich lass laufen. Ich weiß, aber ich lass laufen. Dein weiterer Weg dann hingeführt? Erzähl mal. Ich bin dann jetzt hier ausgestiegen und dann bin ich hier rübergegangen und wollte nach Hause. Also auf der linken Seite, weil ich halt auch auf der linken Seite wohne, ist ja klar. Deswegen bin ich gleich rüber, ohne mir was zu kaufen. Und dann wollte ich halt nach Hause. Also eigentlich wirklich sinnlos, dass du hier ausgestiegen bist. Hat keinen Sinn ergeben, weil ich auch keinen Bock hatte, jetzt unbedingt zu spazieren. Also einfach nur Bauchgefühl, steig hier einfach mal aus. Meinst du, der große Spaziergänger bist du nicht? Definitiv nicht. Boah, die Schnitte machen mich schon wieder verrückt. Kann weil nicht diese Erzählung, Bauchgefühl, es hat total keinen Sinn gemacht, dass ich da ausgestiegen bin. Ich würde jetzt als böser Betrachter dieses Videos sagen, ja, wenn du irgendwo aussteigst, wo es keinen Sinn macht, dann warst du entweder drupp oder bist einfach doof, Junge. Aber es war Bauchgefühl und sein Bauchgefühl hat ihn ja nicht getäuscht, wie wir jetzt dann wahrscheinlich hören werden, ne? Aber wenn ich jetzt so erzähle, ja, ich bin dann rumgelaufen und bin einen Weg gegangen, der gar keinen Sinn ergibt, voll sinnlos, aber Bauchgefühl. Aber Axel, gesagt, ne? Axel, warum kann nicht einer mal von denen auf den Verstand hören? Warum stand das gar nicht zur Debatte? Es stand ja nur Bauch und Herz zur Debatte, aber Verstand war keine Alternative. Philipp, der hat so ein großes Herz, weil der natürlich auch so einen aufgepumpten Brustkorb hat, ja, dass das Herz nachwachsen muss, um diesen frei gewordenen Raum zu füllen. Sagt mir jetzt mein Bauch, ja, das liegt auch vielleicht daran, dass ich ein bisschen Boden gegessen habe und Blähungen habe, aber mein Bauch sagt das und so wird es dann wahrscheinlich auch sein, Philipp, weil hier stabile Jungs, die lügen nicht, ne, die haben ihr Herz, weißt du, Herz haben die und Bauch und Herz, Bauch abtrainiert, aber Herz geweitet, wichtig, ne. Sind wir jetzt ja an der Haltestelle angekommen, wo du normalerweise ausgestiegen wärst. Ja, und ab da drüben habe ich dann halt den schwarzen Mob wahrgenommen. Wie fühlt man sich da, wenn man so einen schwarzen Mob sieht? Ich dachte erst, es wären irgendwelche Fußballleute. Ich dachte, es ist heute Fußballtag. Ich habe es erst gar nicht realisiert, dass die wegen mir hier sind.
Da dachte ich mir, okay, dann gehe ich da mal ein paar Meter drauf zu und dann bin ich dann hier weiter runtergegangen. Da werden wir jetzt auch weiter hingehen, um dann zu zeigen, wie es dann weiterging. Ne? Aber was hast du als erstes gemacht, wo du die gesehen hast? Ich habe die, wie gesagt, erstmal dachte ich, was ist hier los, was steht da für ein Mob? Und wie gesagt, ich dachte, es ist heute Fußball oder irgendwas. Ich habe erstmal gar nicht realisiert, die sind wegen mir hier. Deine Sporttasche hast du mitgenommen? Meine Sporttasche hatte ich hier ganz locker drüber und dann bin ich, wie gesagt, ein paar Meter darauf zu, weil ich gucken wollte, was ist das für ein Mob. Ne? Ich war neugierig und dann habe ich es bis jetzt noch nicht realisiert in dem Moment. Erst, wo ich dann drauf zugegangen bin, habe ich dann gemerkt, okay, die sind hier wegen mir. Ab welchem Zeitpunkt hast du denn gemerkt, dass es gleich abgeht? Hinter der weißen Säule habe ich dann gemerkt schon, das ist eher die Antifa und ich wäre jetzt da reingelaufen. Also wenn ich ausgestiegen wäre, wäre ich dann in den Händen der Antifa reingelaufen. Und normalerweise wäre da, wo das Haltestellenschild ist, genau auf der Punkt, wo du dann auch sie getroffen wärst. Ich wäre ausgestiegen direkt in der... Boah, fühlst du das? Ist krass, oder? Also ich weiß jetzt aber nicht, wenn ich habe so Situationen auch schon erlebt als Neonazi, dass man irgendwo wo auftaucht und sieht dann an der Haltestelle, weil irgendeine Kundgebung war oder auch vielleicht jemand wirklich auf einen gewartet hat, dass da Trupps dann stehen von politischen Gegnern, die nichts Gutes mit einem im Sinn haben, ja? Aber du bist ja dann nicht gezwungen, auszusteigen und in deren Arme reinzulaufen. Also wenn ich im Bus sitze und da ist dann eine Busstation, wo dann ein Pulk von Vermummten steht, die sich vielleicht schon bereit machen, ja, dann steige ich doch nicht aus. Dann würde ich doch dem Busfahrer sagen, Alter, ich sag, gib mal Gummi, die haben nichts Gutes im Sinn. Ne? Dann steige ich doch nicht aus. Aber Axel, diese Erzählung ist auch mega lahm, mega gähn. Das ist ja eine Ausstrahlung wie eine alte Tomate, aber richtig schon vergammelt. Da passiert ja gar nichts. Das ist doch, boah, ja, ich bin dann ausgestiegen, dann doch Bus halt wieder 8-mal jetzt wiederholt. Ja, wir wissen es, irgendwie bist du doch einfach aus Versehen mal in einen anderen Bushalte rausgegangen. Bauchgefühl, Philipp. Großes Herz und Bauch, das hat ihm das Leben gerettet. Keine Frage, aber auch so wirklich so diese Pseudodokumentationsstyle. Ja, hast du denn deine Sportsache noch dabei gehabt? Ja, und hast du noch was gekauft? Ein Joghurt oder so? Oder eine Milchschnitte? Oder ein Kinderriegel? Oder eine Pulle? Spinnen hat deswegen gar keinen Sinn gemacht, vorher auszusteigen, aber ich habe das einfach gemacht, weil ich bin hier, ne, ich hab's voll drauf, ich hab das Auge, ne, ich hab, hier, ne, weiße. Arme. Also kann man ja schon sagen, dass es prinzipiell geplant gewesen sein muss. Das war organisiert. Weil sonst hätten sie die Uhrzeit nicht gewusst, wann du angekommen wärst, sonst hätten sie nicht gewusst, wo du genau aussteigst. Also es muss ja prinzipiell auch an demselben Tag schon jemand in der Stadt gewesen sein, der hier das Bataillon, was hier stand, oder diese Kampfgruppe, wie man es auch immer nennen soll, informiert hat darüber, dass du jetzt im Bus bist. Weil ja, aber sein Tag hat sich ja schon ein bisschen verschoben, Axel. Er hat noch einen Schlagstock gekauft. Nee, diese Kampfgruppe, ja, das war, ich sehe es hier, ne? Also der Mann hier mit seinem schönen Leben heißt Kämpfen, Hals-Tattoo, sehr sozial, also dem würde ich jeden Job geben, den er haben möchte, mit der Türkampfrune schön hier. Ein echter nationaler Pazifist, ja, der auf diese Kampfgruppe gestoßen ist. Das war ein Bild, Philipp, ich sage es dir, wie er da langgekommen ist und diese gewaltige Armee an Übermacht gesehen hat, die nur auf ihn gewartet hat. So bedeutend ist der. Das war wie damals Gerald Butler in 300, als Leonidas, ja, auf den Thermopylen sich dieser gewaltigen Übermacht der persischen Armee entgegengeworfen hat. Es war bestimmt auch so, dass er so ein bisschen Butter wie immer noch dabei hatte, für eine Stulle zu schmieren. Da hat er sich seinen Brustkorb mit eingeschmiert, als er sich vorher dann wirklich sein Hemd herausgerissen hat, wie der Hulk in seinen besten Tagen. Und dann ist er darauf zugestürmt und hat mal gezeigt, wo hier der nationale Hammer hängt. So war das. Und wer was anderes sagt, der ist ein feiger antideutscher Lügner und ein Antifa-Arschkriecher. Ich hab's jetzt mal gesagt, ne? Also das sind so stabile Stabibis hier. Ich bin ganz hin und weg. Also ich bereue es wirklich, ausgestiegen zu sein und finde das echt traurig, mit solchen Leuten nicht mehr in Kontakt zu stehen. Die haben mich hier total abgeholt mit diesem Video. Super sympathisch, super informativ, ganz, ganz wichtig, was hier gemacht wurde. Also den beiden würde ich auch sofort jeden Gebrauchtwagen abkaufen, ne? Wir können ja auch hier nicht, das ist ja hier eine öffentliche Straße. Definitiv. Da zu dem Zeitpunkt wurde hier gebaut, hier sind überall Fenster, hier wohnen viele Rentner. Normalerweise kann man sich hier nicht mit X Vermummten hinstellen. Nein. Und ewig warten. Es war das auch heißt, noch das muss kurz gewesen sein. Es war auch noch 17 oder 18 Uhr war es erst. Also, aber hey, die haben auch meinen Tagesrhythmus studiert, wann ich ungefähr trainieren gehe, dies und das. Deswegen immer drauf achten, Umfeld, immer gucken, ja, was um einen rum ist. Ne? Ja, und vor allem ist es wichtig, dass wenn man... Ich,
hätte ja Bock drauf, mir den Tagesablauf von diesem Pierre Bauer anzugucken. Irgendwann 15 Uhr aufstehen, keine Ahnung, 15:30 zum Sport, irgendwas fürs Bauchgefühl tun. Boah, da hätte ich ja Bock drauf, den zu beobachten. Auch eine krasse Überhebung von sich selbst, ne? Ja, okay, man muss natürlich dazu sagen, es gibt Antifa-Strukturen, die nichts anderes machen. Die sitzen tatsächlich da, die haben bei mir damals auch aufgeschrieben, wann ich wo ein öffentliches Pissoir benutzt habe. Das gibt es ja tatsächlich. Natürlich werden es dann zur Selbstüberhöhung von Neonazis genutzt. Boah, guck, wie wichtig ich bin. So ein Angriff auf mich, aber da darf man auch nicht unterschlagen, dass es so Antifa-Gruppen gibt, die auch nichts anderes machen, tun und denken und handeln, als sich wirklich mit solchen Kuriositäten... Genau, wir dürfen hier nicht vergessen, dieser Lasse Richard, den wir rechts sehen, unsympath, sein Vater mit dem Pierre Bauer, der dort im Quadrat in der Unsympathie auch nochmal arbeitet, das sind hier Täter, die haben teilweise Strukturen in Braunschweig terrorisiert, filmen das, wie sie Leute angreifen irgendwo in der Stadt und so. Und dann ist die große Frage für mich, ja, dann musst du auch damit rechnen, genauso wie das auch bei uns war, dass es dann irgendwann Gegenmaßnahmen gibt. Es gibt nun mal auch den politischen Gegner, ne? Also das ist nun mal da und der dann auch dann sagt, okay, dann müssen wir, dann werden wir auch was tun. Also das ist einfach, damit muss man dann auch, dass es mit dazugehört. Ich will das ja hier auch nicht verteidigen oder so, aber dieses Rumopfern, das ist das, was mich immer so stört. Ich hätte nie in meinem Leben, hätte ich mich einmal in so ein Video reingesetzt als aktiver Neonazi als aktiver Rechtsextremist und hätte dann rumgejammert, boah, die haben sich da spontan zusammengerottet und dann bin ich weggelaufen oder sonst irgendwas. Ja, also das ist hier diese Blöße, hätte ich mir als junger Neonazi oder auch später nicht, hätte ich mir nicht einmal gegeben, hätte das jemand aus meiner Gruppe gemacht, die hätte ich rausgeschmissen. Ja, du kannst ja nochmal auch tiefer gehen, dieses Rumgeopfer dann, nach dem Motto, oh, wir werden angegriffen, die bösen Antifas. Keine Frage, sind für mich auch Kriminelle und Extremisten, die bestraft gehören für solche Aktionen. Aber wenn ich eine Ideologie vertrete, die schon auf Kampf, Ausmerzung, ja, Schlagen und Vernichten des Gegners abzielt, wenn ich ständig selber Reden schwinge, applaudiere, veranstalte mit genau diesem Motto, die Straße gehört uns, wir erobern sie zurück, wir schlagen den Gegner, wir brechen die Faust auf, die sich uns entgegenreckt, wir sind die einzige Macht, wir haben die Wahrheit auf unserer Seite, ja, und im Grunde genommen schon wieder dann von den nächsten Zügen träume, die irgendwo in die Vernichtungslager rollen, ja, weil das wird in Hinterzimmern besprochen bei solchen Leuten, das sind die Runen, das sind die Symbole, das ist die Ideenwelt, in der sich diese Gestalten bewegen, dann ist es doch nur natürlich, dass sich da auch Menschen berufen fühlen, ja, und sagen von wegen, okay, wenn sie es wollen, dann kriegen sie es, dann tragen wir den Kampf mal auch in ihre Heimstätten, dann gehen wir dahin, wo sie wohnen, wo sie leben, wo sie arbeiten, und geben ihnen genau das, was sie haben wollen. Da geben sich beide Seiten nicht viel, aber es ist zumindest dann unehrlich, sich hinzustellen und dann hier, oh, boah, wie schlimm, guck mal, was sie machen, boah, geht gar nicht, ich friedlicher Patriot, oh, huch, ne, also dann stell dich doch mal hin und sagst, ja, nee, hier, wir sind die Geilsten, wir hauen sie alle weg und wir rasieren sie und wir sind die Kämpfer und hier, wenn sie am Boden liegen, noch den Schädel einschlagen, hier, geil. Ne, das wäre doch die richtige Antwort, weil das verbreitet ihr, das fordert ihr, das verkörpert ihr. Gucken wir erstmal, was überhaupt passiert ist, worum es in diesem Video überhaupt geht. Es kann, dass man Routinen besser vermeidet. Oder ändert. Oder halt regelmäßig ändert, Fahrwege aber so, dass halt kein Muster erkennbar ist. Ne? Ja, das ist natürlich recht schwierig, wenn man natürlich dann Krafttraining oder irgendwas macht in der Art. Dann bleibt man halt bei dem Rhythmus, ne? Jeden Tag ungefähr. Das wissen die dann halt auch, ne? Richtig, da muss man halt mal die Uhrzeit. warte mal, Axel, tut mir leid, ich wollte nicht anhalten. Aber wie es aussieht, führen irgendwie zwei Straßen zu seinem Weg nach Hause. Welche Routine will denn der da ändern? Ich meine, also wenn sich jemand die Mühe gibt, der kann doch nicht jeden Tag ein neues Fitnessstudio. Also wenn jemand das will, also ja, dann ist es auch egal. Ich habe Leute damals kennengelernt, die sind anonym wirklich irgendwo hingezogen, die haben Wohnungen gewechselt. Das war ja auch in Schleswig-Holstein, wo der Borchert gejagt wurde, auch von Teilen von Hells Angels und so weiter. Der hat immer in anderen Wohnungen geschlafen und so weiter, aber meine Güte, ja, also wie die beiden hier neues Strategiepapier rausgeben oder so, viel mehr fast die Worte, ne? Das ist ja Dumbatzgelaber. Das ist ja richtiges, einfaches Dumbatzgelaber. Ja, gut, das ist letztlich aber auch das, was jeder Polizist hier in der Gefahrenansprache sagt. So eine Gefahrenansprache habe ich auch schon mehrfach gehabt in meinem Leben als Neonazi. Die sagen dir dann auch, nützen Sie nicht immer denselben Bus und gehen Sie nicht zur selben Uhrzeit vor die Straße. Weil das natürlich schon hilft, wenn Leute da sind, die einen wirklich überfallen wollen, dass sie nicht genau wissen, dann und dann kann ich sagen, geht der raus. Aber wenn du in kleiner Region lebst, wenn du einen festgefügten Plan hast und wie er selber sagt, ne, ich muss ja dann auch trainieren gehen, anders geht ja nicht,
Und was willst du machen? Axel, die beiden sind zu. Die sind auch leicht zu erkennen. Ja, also das muss man doch sagen, wenn es da Strukturen gibt und so weiter, aber hier, das ist halt eher dieses Rumgeopfert, das nervt mich, aber es nervt mich. Ändern oder mal in verschiedene Studios fahren. Aber ist halt, wie gesagt, alles schwer. Ja. Dem zu entgehen, kann man sagen. Ne? Ja. Ihr müsst auch mal drauf gucken, bei dem ersten Bushaltestelle und die beiden, wie oft die sich nach irgendwas umdrehen. Also ob hier ist dir dann aufgefallen, dass die definitiv wegen dir hier sind und dich überfallen wollen, ja? Ja. Und deswegen habe ich dann gehandelt. Wie hast du denn gehandelt? Ich habe, wie gesagt, meinen Teleskopschlagstock dabei gehabt. Den habe ich wegen der Schutzbewaffnung natürlich rausgeholt, ausgepackt, direkt gezogen. Sporttasche lag dann da, wie gesagt, bereits. Also die hast du hier abgestellt, deine Sporttasche, ja? Ja, da ungefähr auf der Wiese. Da habe ich den Teleskopschlagstock, wie gesagt, rausgeholt, als Schutzbewaffnung natürlich nur. Und dann ab der Kreuzung, und zwar hier die Kreuzung, sind wir aufeinander getroffen. Also die haben mich dann wahrgenommen. Ab welchem Zeitpunkt denn haben die dich wahrgenommen? Direkt, weil die ja gesehen haben, ich bewege mich auf die zu. Also ab dem Zeitpunkt, wo du hier standst oder vorne? Nee, da vorne nicht mehr. Alter, die Zahnräder, ich sehe da die Zahnräder in dem Kopf, sehe ich die Zahnräder sich bewegen, das tut ja weh. Wenn der mir noch einmal sagt, wo er seine beschissene Sporttasche abgestellt hat, ne, ich raste aus. Ich stelle mir jetzt ja auch mal dann die Frage, wenn er schon eine Gefahr wahrnimmt, wenn er schon sieht, da sind jetzt Leute, die wollen mich überfallen, ja. Diese Kampfgruppe, diese Armee, weiß ich nicht, dann schnappe ich mir doch nicht meinen Teleskopschlagstock und renne auf die zu und versuche mich mit denen zu betteln. Dann gehe ich doch weg. Und dann noch, ja, Schutzbewaffnung. Alter, wenn du den Konflikt dann selber noch mitschürst und heraufbeschwörst, dann ist das ja kein Schutz mehr. Ne? Oder Angriff ist die beste Verteidigung, keine Ahnung, oder zu zeigen, dass du ein harter Kerl bist und dir die Straße nicht streitig machen lässt. Ich weiß nicht, aber normalerweise wird doch jeder normal denkende Mensch, um Gefahr zu vermeiden, sagen so, okay, ich bin jetzt weiter entfernt. Axel, da muss ich kurz rein. Und genau, ne? Das ist die Frage, die ich mir stellen darf. Okay, du hast zufällig einen Schlagstock dabei gehabt, du holst den Schlagstock raus und du suchst trotzdem noch die Konfrontation. Jeder Normale wüsste, die beste Verteidigung ist hier einfach weglaufen. Das ist einfach so, ja, von mir aus sogar den Bus zurück, den Bus abhauen oder keine Ahnung. Ne? Aber dieses Schutzbewaffnung, Schlagstock habe ich gerade durch Zufall in meiner Sporttasche dabei. Aber ich schwöre dir, ich raste aus, wenn ich noch einmal das Thema Sporttasche habe. Wo hat er denn seine Bauchtasche gehabt? Die wichtige Frage. War die noch umgeschnallt und was war da drin und wo hat er die nachher gehabt? Das sind auch wichtige Fragen, die man stellen darf. Die hoffentlich hier noch geklärt werden. Also bis jetzt würde ich auch sagen, also tolle Schulung von The Brain. Also muss ich sagen, dass der Input von The Brain kommt an in der Szene, oder? Ja, aber so 15 Minuten, 5 Minuten von denen, 3 Minuten gefühlt über, wo stand deine Tasche jetzt eigentlich und was wolltest du kaufen und hat das Sinn gehabt, wo du ausgestiegen bist? Er ist schon sehr umfassend informiert, finde ich auch. Ne? Wo ich mich auf die zubewegt habe, wo ich dann gesehen habe, oh, die sind jetzt ja wegen mir hier und jetzt drehe ich den Spieß mal um. In dem Sinn, ich zeige jetzt hier, dass ich hier nicht in die Wohnung reingehe, sondern ich stelle mich jetzt hier. Was ja auch schon ein bisschen komisch ist, weil sie ja eigentlich gemerkt haben muss, dass der Bus, wo du vermutlich drin gewesen wärst, nicht drin war. Richtig, gar nicht drin war. Richtig. Und dann ist es ja auch komisch, dass sie dann da noch ein bisschen gewartet haben, ne? Die waren wahrscheinlich auch verwundert, dass ich da nicht drin war. Ja, weil sie ja die Ansage bekommen haben, definitiv aus der Stadt. Und deswegen kam ich auf einmal aus dem Nichts. Die waren natürlich auch verwundert und die waren auch das ist in jetzt, dem Moment. Philipp, Entschuldigung, muss mal kurz anhalten. Das ist ja hier ein regelrechter Ian Fleming-mäßiger Agententriller. Also diese Story Thriller, könnte man verfilmen, das wird die nächste 10-Staffel-Netflix-Serie. Also das müssen sie sich sichern, die müssen ein Drehbuch schreiben und das verkaufen. Und Axel, es wird ein Spin-off geben zur Tasche. Ne, also ist schon, Alter, ich bin hin und weg, also ich bin schon hier, Schweiß bricht aus vor Spannung. Dann standen die da trotzdem noch und dann müssten die doch gemerkt haben, dass der nicht im Bus war. Und da ist der nicht einfach in die Wohnung rein, sondern hat gesagt, so hier, ich bettel mich mit euch, ey, ne? Weil ich bin ganz Stabibi-Harter, ne? Und hier, so ein Kreuz, ne? Und Alter, sind das geile Typen. Also ich bin, also wenn das die Köpfe des nationalen Widerstandes sind hier, Leute, boah, Respekt, ne? Also das sind die nächsten Steven Feldmanns. Also, Alter, die haben's drauf. Also, eine Perle wird es am Ende dieses Videos noch geben. Macht euch keine Sorgen. Eine Perle am Ende dieses Videos wird es noch geben. Motiviert. Der eine musste die richtig anpeitschen, der Anführer von denen.
Also da hat man wirklich gesehen, dass in dieser Gruppendynamik wirklich vor allem ein Haupttäter die Gruppe nach vorne... Er musste sie förmlich anpeitschen. Also die waren erstmal in der Haltung, weil die natürlich gedacht haben, was ist das für ein Psychopath? Der stellt sich jetzt hier und der steht jetzt hier und geht nicht in die Wohnung, wie gesagt, rein, sondern der sucht sogar dann noch den Kampf. Genau so ein Bus wäre es dann gewesen, wo ich dann ausgestiegen wäre. So sieht ein Bus aus, krass. Also ich kann aber nicht der sucht ich kann nicht Kampf. Mehr. Aber der sucht den Kampf, Philipp. Ja, voll der Psychopath, haben ich die gedacht. Ich kann nicht mehr, Axel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sieht denn wohl so ein Bus aus? Wie sieht so ein Bus aus, aus dem Ausstieg? Also ist live, da ist nichts gestellt. Ja. Das ist das wahre Leben. Real Talk, Philipp. Axel, ne? Da muss doch jemand in der Stadt Bescheid gesagt haben, dass die beiden da ein Video heute drehen und da haben die einen Bus hingeschickt zu dieser Bushaltestelle. Das ist doch geplant gewesen von den Bussen. Ich finde das aber toll, wie die so auch das Habitat und das Umfeld mit einbinden in ihre Videos. Also das ist sehr realistisch, das ist sehr detailgetreu. Man sieht auch die Heimatverbundenheit der beiden, dass sie wirklich da in der Stadt nicht nur aktiv sind, sondern auch leben. Also wirklich ganz, ganz toll. Also ganz, ganz Axel, toll, wie die Axel, beiden das ich schwöre dir. Axel, ich schwöre dir. Also wenn die jetzt gleich mir noch eine Sporttasche zeigen, dann muss ich den Stream ausmachen. Dann muss ich auf Toilette. Ich habe vorhin Sport gemacht, ich habe 2 Liter Wasser getrunken. Wenn die mir jetzt gleich noch eine Sporttasche zeigen, um das zu veranschaulichen, wie eine Sporttasche vielleicht aussieht, plus Sporttasche, also dann schlägt sie den passenden Boden aus. Vielleicht sehen wir auch noch den Schlagstock, den Lebensrettenden. Ne, das kann ja auch sein, dass er gleich sein Stöckchen noch rausholt. Da ist ein Bus. Zeigt und da ist ein Bus, da so einer. So, genau der Bus war es sogar. Ich habe mir die Nummer gemerkt, das Nummernschild. Das ist der Bus, ist das. Besen, wo ich dann ausgestiegen wäre. Ja. Und also gleich in die Fänge. In die Fänge der Antifa. Reingelaufen. Wahrscheinlich der Pfeffert. Ne? Richtig. Da wäre wahrscheinlich die erste Aktion von denen gleich das Pfefferspray gewesen, ja, was einen kampfunfähig macht, wie sie es am liebsten machen. Dann haben sie auch Regenschirme geöffnet, habe ich damals in der Zeitung gelesen. Wir haben Regenschirme geöffnet. Am besten könnte ich jetzt noch mal erzählen, wo wir aufeinander geprallt sind. Es war genau da. Zeig das doch mal her, da gehen wir noch mal rüber. Also Mittelkreuzung sind wir, wie gesagt, einander geprallt. Da Kreuz, genau da. Dan, ich habe das in der Zeitung gelesen. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Ich bin hier objektiver Journalist. Wir kennen uns gar nicht. Wir führen hier ein total normales, unvorbereitetes Interview. Und ich habe in der Zeitung gelesen, die haben dann wohl auch Schirme aufgespannt. Haben die, ne? Also um den Säureregen vielleicht, den sie mit Molotow-Cocktails haben wollten. Ich weiß. Aber hier, Philipp, guck, da. Wir können ja noch mal und genau hier. Da. Genau hier. Das ist zum Kreuz hin. Das ist mein Mikro. In dieses Mikro spreche ich immer, wenn wir aufnehmen. Und damit reacten wir auf diese Videos da. Guck mal da, Philipp, da. Mit Mikro und da in dem Video. Ne? Und wo ist eigentlich deine Sporttasche? Du hast ja auch Sport gemacht heute. Wo ist die eigentlich? Ne? Ja, ich muss Marisa fragen. Kam jetzt auf uns zu, also auf mich zu. Und ich ging jetzt auf die zu, mit einem Teleskopschlagstock in der Hand, als Selbstverteidigung natürlich. Und dann ging es bereits los, wie gesagt. Und das Ganze hat hier wirklich auf der Straße stattgefunden? Das hat hier am helllichten Tag, wie gesagt, war vielleicht 17, 18 Uhr im Sommer, glaube ich. Also der erinnert sich, wo er Millimeter genau stand, aber kann sich nicht daran erinnern, welche Jahreszeit war. Ich würde jetzt aber auch gerne mal juristisch hier den Klugscheißer spielen. Wenn ich eine Gefahrensituation wahrnehme und setze mich dieser bewusst mit Bewaffnung aus, obwohl ich die Möglichkeit habe, ihr zu entgehen, dann ist das keine Selbstverteidigung mehr. Dann ist das kein Selbstschutz mehr. Dann ist das tatsächlich mitunter eine Teilhabe an einer Auseinandersetzung. Dann trägt man eine Mitschuld. Dann ist man mitverantwortlich, auch wenn die anderen geplant haben, einen zu überfallen. Wenn ich drauf zulaufe und dieser Situation nicht entgehe, dann ist das keine Verteidigung mehr. Da solltest du vielleicht noch mal mit einem der Szenenanwälte sprechen. Die wissen eigentlich ganz genau, wie sie das verkaufen können. Da sollte man vielleicht solche Videos sein lassen. Ne? Nur mal so als...
juristischer Tipp so Axel, von mir. Kann, es tut mir leid, ich kann dieses Video nicht mehr nochmal gucken. Ich denke die ganze Zeit nur an diese Sporttasche oder den Bus und dann stehen die da bei diesen Gullideckeln und der kann sich aber nicht erinnern, ob Sommer oder Herbst war, aber der wusste genau an dieser Kreuzung und dann... Philipp, der war in seinem Film drin, da ging es ums Überleben, ums nackte Überleben. Ja, die hätten sofort das Pfefferspray, um ihn kampfunfähig zu machen, dann hätten sie Bajonette ausgepackt und ihm die Arme abgeschlagen, damit er keinen mehr mit seiner deutschen Faust eine zimmern kann, ja, und keinen Teleskop-Schlagstock zieht, dann hätte er nur noch Kickboxen machen können und dann hätten sie ihm wahrscheinlich mit mitgebrachten Schmiedehämmern die Knie zertrümmert. Das haben die alles durchgespielt. Die wissen genau, wie sowas läuft. Ne? Und da hat der Glück gehabt, weil eben großes Herz und großer Bauch ihm gesagt haben, Alter, hier, ne, der Führer hält seine Hand über dich, du musst vorher aussteigen und dann reißt du den allen den Hintern auf, weil du vorher nicht an dieser Bushaltestelle, da, hier, ich zeig nochmal Philipp, da, ausgestiegen bist. Ne? Also das hier ist real life, real talk, das hier ist so spannend, ich bin mittendrin in diesem Film und der auch und dann weiß der gar nicht mehr, ob der Männlein oder Weiblein ist, wer vor ihm steht, welche Jahreszeit war, ja, aber welcher Bus gefahren ist und wer da wie stand, wer wen aufgepeitscht hat und wo seine Bauchtasche hing, neben oder zwischen den Klöten, das weiß der alles und alles andere spielt keine Rolle. Der Mann war im Kampfmodus, Philipp, Kampfmodus, ne? Das kennen wir nicht mehr, weil wir so verweichlichte Demokraten sind. Das ist leider aber so. Das sind Kämpfer. Ja, Kämpfer. Und bitte ruft uns nicht an. Axel und ich wollen nicht herausgefordert werden. Ihr habt schon gewonnen. Wir wollen nicht boxen. Wir wollen nicht kämpfen. Ihr seid harte Typen. Bitte, bitte nein. Ruft uns nicht an. Wir wollen nicht kämpfen. Aber wer trotzdem Sport machen will, aber auch ein bisschen was für seine Gesundheit tun will, denkt dran, immer auch Gehirn mit trainieren. Das ist auch wichtig. Ja, die Konsequenzen von sowas sieht man dann einmal hier. Bei Zeck Plus mit Philipp 10% sparen. Dankeschön an alle, die das supporten. Und ansonsten natürlich gibt es das auch. Wer dann gerne grillt, darf dann auch gerne bei den Beef Bandits mit Philipp 10 sparen. Dankeschön. Checkt das mal aus bei den Beef Bandits. Ist echt eine coole Sache. Würde ich mich freuen über den Support. Dankeschön. Ansonsten, Axels Buch ist bei Amazon vorbestellbar. Ich habe es gesehen, war schon auch in den 100ern drin. Bitte Leute, bestellt vor. Ich werde, wenn Axel mich daran erinnert, den Link zu seinem Buch unter dieses Video packen. Da können hoffentlich der Lasse Richey und der Pierre Bauer was von mitnehmen. Vielleicht können sie da was lernen und dann die ersten Schritte der Veränderung eingehen. Also checkt auch das Buch vom Axel Reitz aus. Ich weiß gar nicht, ob es das bei mir im Shop geben wird, wenn Axel da irgendwas mit dem Verlag klar macht, kaufe ich da natürlich welche von ab, auch für meinen Shop. Ansonsten checkt den Shop auf King oder den Kongs.de. Da gibt es alles Mögliche, um den Kanal zu supporten. Dankeschön an alle Kanalmitglieder oder die bei Patreon was abschließen oder hier die bei Twitch die Abos machen. Dankeschön. Wer uns mal live vor Ort sehen möchte und dort können wir auch diese Anekdoten immer wieder einbauen, dann bei extremistlos.de anfragen und dann geht das alles seinen Gang. Und dann werden wir auch live erzählen, wo die Sporttasche abgeblieben ist. Das behalten wir uns bis dahin zurück. Das können wir nur live berichten. Dankeschön für diesen Input und dann checkt das Buch vom lieben Axel Reitz aus. Stattgefunden. Na, welcher Wochentag waren das? Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es war aber in der Woche. Also unter der Woche hatte man dann hier wahrscheinlich gegen 17, 18 Uhr den Feierabendverkehr schon durch. Es war Digga, 17, 18 Uhr ist nirgendwo der Feierabendverkehr durch, du. Oh, dieser Lasse, der ist so strunzendumm. Ich wünschte, ich finde diese Aufnahme noch. Der ist so strunzendumm, dass der dann gesagt hat, der feiert damals den Kutzke ab. Kutzke war der Polizist. Der ist so dumm. Das tut mir leid. Ich kann nicht anders. Ich muss diese Sprachnachricht noch finden. Nicht mehr viel Abendverkehr. Ganz genau, weil die Auseinandersetzung hat sich auch auf der Straße abgespielt, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich noch daran erinnern, dass eine Mutter und ihr Kind lang gegangen ist und ich dann zu den Anführer gesagt habe, merkt er, dass das der Anführer ist, weil er sich von der Gruppe löst und er die so anpeitschen will. Da habe ich doch gesagt, warte, bis die Frau und Kind durch ist. Also bis die Frau und das Kind durch ist. Das kann ich gar nicht mit anhören. Also wir reden ja, hier darüber, Kampf um Deutschland aus dem Bus raus, dann die Gruppe Schlagstock raus. Und dann schreit der Pierre, schreit den Anführer an, wo er genau wusste, dass der Anführer Schlagstock in der Hand nach dem Sport aufgepumpt und schlagt, lass dich Frau und das Kind durch! Ja, also toll. So ist das. Toll. Also der Mann hier, Alter. Ein echter Held, ein echter deutscher Junge, ne, der niemals irgendwie Schutzbefohlenen was tun würde. Gut, es wird dann zwar sich auf eine Ideologie berufen, die auch kleine Kinder und Frauen ins Gas geschickt hat, der sie ermordet hat, der sie als Untermenschen tituliert hat. Aber das war wahrscheinlich alles nicht so schlimm. Aber da war jetzt hier eine Frau mit Kind und er hat sofort im Überlebenskampf hier Butter eingeschmierte, entblößte Brust mit einem Schlagstock wie ein Schwert in der Hand, hat er den Anführer, den er Kraft seiner Kopf
kognitiven Fähigkeiten, seiner adlergleichen Wahrnehmung aus Kochkraft zugerufen. Hier, Frau, Kind, jetzt mal Stopp. Jetzt Tea Time. 5 Minuten Pause. Hier, ne, lass sie mal rübergehen und hilf dir mit den Tüten. Und dann können wir weitermachen. Dann zeige ich, wo der, ja, hier der Hammer hängt, oder der Schlagstock, ne? Aber... Alter, das ist so ein Helden-Epos. Ich frage mich, ob die das selber glauben, was die da erzählen. Ne? Also frage ich mich selber. Meinetwegen loslegen, so nach dem Motto. Das hat er auch respektiert. Dann sind sie hier an der Nebenstraße vorbeigegangen, sind dann hier runtergegangen, weil ich wollte nicht, dass da eine Frau und ein Kind reingezogen wird. Das ist auch traumatisch für ein Kind, ne? Eine Frau, wenn da so ein Mob da auf einen Typen einschlägt oder ja. Und wo hat die Schlägerei dann begonnen? Die Schlägerei hat dann hier direkt auf der Kreuzung stattgefunden. Ich bin auf sie zu quer und sie sind auf mich zu. Also die haben wirklich nochmal abgewartet und die... Ja, aber ich würde da jetzt gerne nochmal nachfragen, Philipp, wenn er doch selber weiß, dass das traumatisch ist für andere Menschen. Und da stimme ich ihm absolut zu. Das ist traumatisch für normale Menschen jenseits des Extremismus, wenn die so eine krasse Gewalttätigkeit miterleben. Ja, dass da wirklich eine Schlägerei mit Waffen... Ja, wenn er sowas doch weiß, wenn er weiß, er lebt hier in einer Region, wie eben ausgeführt wurde, eher mit Familien, mit Rentnern, ja, warum geht er nicht einfach ins Haus? Warum ist er denn Teil dieser Eskalationsspirale? Ja, er war ja ganz stolz darauf, noch zu erzählen, ja, ich bin nicht einfach in die Wohnung gegangen, hätte ich machen können, sondern ich wollte hier platt machen, hier, Selbstverteidigung, Schädel einschlagen, hier mit meinem Totschläger. Ne, warum ist er denn Teil des Ganzen? Ja, wenn ich doch dann so sozial bin und wenn ich doch wirklich dann so auch tiefe Empathie empfinden kann, es darum geht. Dann höre ich doch auf. Dann sage ich doch selber, ich lasse es gar nicht so weit kommen. Das Weil das ist, muss einem doch ja. klar sein. Und das wissen wir ja, dass es darum nicht geht. Das ist jetzt so eine Überhebung. Wir sind doch die Netten. Wir sind doch die, die für Familien, Rentner und sonst was. Was so ein absoluter Bullshit ist. Ja, hier ist er jetzt noch der Retter dort für die Siedlung. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass keiner in dieser Siedlung Bock drauf hat, dass dann Lasse Richer und Pierre Bauer durch die Gegend latschen. Das ist einfach so. Ich habe dann wirklich nochmal die Ansage gemacht, lass die Frau und Kind hier durchgehen. Und die sind halt, wie gesagt, in die Nebenstraße rein. Der Sache sind sie nachgekommen. Also Frau und Kind sind hier in die Nebenstraße. Genau, weil die sind ja so quer, sind so irgendwie rübergekommen. Also ihr habt euch dann so gesehen, genau hier auf der Mitte, auf seid ihr aneinander gekracht. Auf der Mitte sind wir hier ungefähr aneinander gekracht. Da hat sich das natürlich nach hinten wieder verlagert, weil... Also auf der Straße fahren so viele Autos und im Sommer um 17, 18 Uhr fährt da kein Auto. Diese Story ist doch jeder, der schon mal in Gewaltsituationen war, dass das, was der Herr hier erzählt, ist Dünnschiss. Also dann stopp, da ist dieser Mob, so dann stopp, dann geht die Frau langsam weg, wir stehen angeblich auf der Straße. Auf der Straße fahren die ganze Zeit Autos und dann stehen wir da drauf und dann sind wir trotzdem beiseite. Das ist hier eine Geschichte aus der Gruft. Das ist hier eine Geschichte aus der Gruft. Egal wie das da abgelaufen ist, so wie er es erzählt, ist es auf gar keinen Fall abgelaufen. Ja, es ist generell, weißt du, es ist noch Tageslicht. Und wie er schon selber sagt, dass da wirklich dann eine größere, vermummte Gruppe steht. Kannst du davon ausgehen, dass das in einer so belebten Straße, ja, mit wirklich einem gutbürgerlichen Klientel, gerade auch Rentner, die oftmals, sage ich mal ganz böse, nichts anderes zu tun haben, als eben nach Falschparkern am Fenster Ausschau zu halten, die rufen nicht die Polizei, die informieren niemanden, dass da eine größere, vermummte Gruppe steht, die da einfach da steht und wartet und der Bus ist durch, da sollte da eigentlich drin sein und egal, wir warten da vermummt. Und gucken mal, das klingt nicht sehr realistisch, sage ich mal ganz ehrlich. Ja, wenn das wirklich so gut organisiert war und es gibt richtig militante, militärisch organisierte Antifa-Strukturen, die halten sich im Hintergrund, da steht dann ein Speer, die warten, bis der aussteigt und bis sie den schnell umringen und angreifen können. Die stehen nicht einfach da mit einer Gruppe an der Bushaltestelle, wie jemand, der in den Bus rein will. Also das wäre auch ein Frühwarnsystem. Ja, also wenn der wirklich im Bus gesessen hätte und hätte rausgeguckt, oh, hier muss ich raus und hätte gesehen, oh scheiße, da stehen jetzt hier 10, 15, 20 Mann vermummt, hätte er doch sofort dem Busfahrer gesagt, guck mal, was da los ist, Überfall, gib Gummi, fahr weiter. Dann wäre das Ding ja durch gewesen. Ne? Also das passt auch überhaupt nicht zusammen. Also das ist wirklich so eine Geschichte. Ja, ne? Ja, muss halt für einen selber gut klingen, ne? Ja, es war ein Rudelkampf in dem Sinne. Und kannst du dich noch gut an die erste Situation erinnern, wie du auf sie getroffen bist? Ich kann mich definitiv daran erinnern, weil es dann ja direkt dann losging. Die standen dann direkt vor mir. Der Strahl von der linken Seite, also von so Pfeffer. Von wie vielen Tätern sprechen wir hier überhaupt? Zwischen 20 oder 25 Täter, so prima Daumen. Ja, wie gesagt, es ging dann so los, dass dann der erste Strahl direkt in mein Auge kam, also so ein BFE-Pfeffer. Also direkt
Pfefferspray war wirklich die erste Waffe, die eingesetzt wurde. Genau, ich hatte ja mein Teddy in der Hand, da ging direkt der Schlag los, aber dann ging auch der Regenschirm leider auf. Sage ich mal leider, wie es ist. Ich würde. Mann, Alter, wo sind mal Straßenkameras? Also, hatte ich. Also, er hat Gott sei Dank, also wo die Sporttasche ist, wo war, ist noch immer noch die große Frage. Also, die sind dann da auf der Straße, 20, 25 Leute. Er hat Gott sei Dank aus seiner Sporttasche den Teli rausgenommen, den er da gekauft hat. Dann hat er Pfefferspray ins Gesicht bekommen. Dann ist leider der Regenschirm aufgegangen. Das kann sich doch kein Mensch. Zwischendurch sind halt noch Frau und Kind, die er dann quasi noch verbal beschützt hat. Ne? Also in so einer Situation. Vor allem so Gewalteskalationen, die dauern ja keine 5 Minuten. Das sind ja tatsächlich dann Dinge, die sehr schnell, sehr heftig eskalieren und dann auch sehr schnell wieder vorbei sind. Weil man selber unter Adrenalinschüben steht, nimmt man das dann sicherlich auch länger wahr, als es tatsächlich ist. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, er kommt an, er sieht eine Gruppe, er wirft die Tasche weg, holt sich seinen Schlagstock raus, geht auf die zu. Ja, dann kommt es schon zur ersten Auseinandersetzung, wo er dann noch gemerkt hat, oh, da war ein Anführer, das hat er noch wahrgenommen, der musste die Gruppe anpeitschen, weil er so gefährlich und mächtig und Habibi-mäßig unterwegs war. Und dann beschießen die ihn mit Pfefferspray, dann geht ein Regenschirm auf, während die ganze Zeit über Verkehr, helllichter Tageslicht, ja, und dann kommt eine Frau mit Kind, die er auch noch wahrnimmt, während er sich fokussieren muss, ja, auf der Kreuzung, quasi High Noon wie im Western, 25 Leute, die ihn angreifen wollen, ja, und da sieht er aus dem Augenwinkel noch Frau und Kind und sagt, hey, hier, jetzt stopp, die erstmal vorbeilassen, hey, ist traumatisch für so ein kleines Kind, hey, und dann ging es dann weiter und, also, ich weiß nicht, so ein Actionfilm mit Jason Statham, könnte ich mir das vielleicht vorstellen, wenn es gut umgesetzt wäre, aber auch frisurtechnisch ihn dann nicht im Film, ne? Dann ist der Teleskop-Schlagstock in den Regenschirm reingekracht und dann kam schon der nächste Strahl ins rechte Auge. Also prinzipiell warst du innerhalb der ersten 2 Sekunden komplett kampfunfähig. Nein, so schnell ging das wahrscheinlich nicht. Ich war natürlich weggepfeffert und die haben ordentlich draufgehalten. Dann haben sie sich um mich herumgezingelt, also einmal um mich herum aufgeteilt. Da habe ich noch eine Glaspulle über den Schädel gezogen bekommen. Au, ist der standfest. Also von hinten hat er zwar eine Flasche drüber bekommen, aber keiner hat ihm mit 25 Mann den Weg versperren können. Also hinten war frei und mit einem Tritt in die Weichteile, in die Rippen und vielleicht noch 27 Knarren, die auf ihn gerichtet waren, konnte er sich dann hier nach hinten dann durchschlagen. Also der ist, Alter, also stabiler geht's nicht. Also wenn der jetzt nicht von Hollywood gecastet wird und wenn die nicht sagen, Junge, du bist hier the German Angst, du bist hier the German Rambo, du bist hier geiler als Schwarzenegger, Stallone, Statham und Chuck Norris zusammengenommen. Ne? Also Junge, stabiler geht's nicht. Du könntest Baugerüstträger werden, ey. Ja? Kraft deiner Hand. Würde mich nicht wundern, wenn Manuel Sinn den bald wieder einlädt in den Stream. Ja, also muss man schon sagen, der ist stabil. Ne? Also der sollte auch unser Kanzler sein, weil der kann hier richtig hier, ne, brechen. Scheiß Politik, Junge, stabil in deiner Hood, deiner Gemeinde, mit deinen Jungs, ne, kannst du richtig drauf. Ne? Kann das niemand, schon, ja genau, kann das videotechnisch hier niemand schneiden, wo er hier so rückwärts geht und dann da ein Lichtschwert da reinbasteln? Also einmal um mich herum, aufgeteilt. Da hab ich das wäre aber böse für dich. Das wäre jetzt gar nicht so realistisch. Tritt von der Seite, ne, in die Weichteile und dann bin ich in der Rückwärtsbewegung mit einem Teleskop-Schlagstock nach hinten gegangen. Aber durchgängig in Bewegung geblieben. Also ich habe es versucht, in Bewegung zu bleiben. Ist natürlich recht schwierig, wenn du da komplett weggepfeffert wirst und die dich um dich herum halt. Natürlich, ja. Solche Regenschirme. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich konnte ja nicht ins Blinde irgendwie irgendwo reinlaufen oder hinweglaufen. Aber meinst du, du hast noch 1-2 Leute irgendwie erwischt mit dem Ding, was? Ich schätze mal, allein die Wucht durch den Teleskopschlagstock in den Regenschirm ist, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben. Es tut mir leid, aber ich stelle mir das so vor, so ein LGBTQ-Regenschirm, es tut mir leid. Und ja, er hat den Teleskop-Schlagstock da rein und er verheddert sich da drin und ich kann nicht mehr. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Was die aber alles auch noch wahrgenommen haben, also ist schon... Also da ist stabiler geht's nicht. Also ich finde hier, Steven Feldman kann einpacken gegen die. Also wirklich, das ist jetzt hier... großes Tennis. Also das sind Fighter, das sind Kämpfer, das sind stabile. Die verstehen da die Ironie nicht. Hör auf, das zu sagen. Die verstehen das nachher nicht. Meinst du nicht? Nein. Ja,
okay, schade. Kommt das bis jetzt so, kommt das bis jetzt so rüber, als wenn das noch verarbeitet werden kann, was wir hier machen? Die Hoffnung stirbt zuletzt, Philipp. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, weil zwei Tage später... Hat zimperlich zugehauen, ne? Ja, zwei Tage später habe ich nämlich auch hier einen der üblichen Verdächtigen mit so einem fiesen Netz im Gesicht gesehen. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da einige Knochen da gesplittert sind. Da steckt natürlich auch Wucht hinter, wenn du mit einem Teleskop-Schlagstock aus Notwehr natürlich zubummst, auch wenn du den Regenschirm aufhabst, weil es kein Spezialregenschirm, da bleibt was hängen so ein bisschen. Richtig, ja, das kenne ich ja. Ich würde ja auch gerne den Kameramann sehen, der das filmt. Der ist ja dann noch mal weniger, noch mal drunter oder was? Also aber diese Geschichten jetzt auch, ne? Erstmal von den Überfällen, die hier stattfinden, also Braunschweig, wirklich hier ja, ein bisschen wie Chicago in den 20ern. Ja, also da kann man nicht die Straßenseite wechseln mit der falschen Jacke an anscheinend. Außer man hat so eine schöne Fake-Gucci-Jacke hier wie diese Koryphäe. Aber geil, ja, dann hab ich muss ja auch jetzt mein Heldentum hier ein bisschen verbreiten, ja, dann hier den Regenschirm gepackt und dann hab ich den und, Alter. Axel, ich sag dir, was passiert ist hier, der hat sich den Teleskopschlagstock geholt, ist aus dem Bus raus, hat damit gedacht, hat da rumgefummelt, wie ich als Kind mit Nunchucks oder wie das heißt. Nunchucks, ja, Michelangelo Hero Turtles. Ja, und dann habe ich mit denen, und der hat sich das Ding über den Kopf gehauen, dann brauchte der eine Geschichte für seine Kameraden. Man weiß es nicht, ja, man weiß es nicht. Ich würde es nicht prinzipiell in Abrede stellen, aber ist schon, ich weiß nicht, aber dann immer, ja, war Notwehr. Ich hätte zwar auch weggehen können, es wäre nichts passiert, ich wäre in mein Haus gekommen, unbeschadet, aber war Notwehr, dass ich drauf losgelaufen bin und meinen Teleskop-Schlagstock auspacke und dann mich mit Leuten da battle auf offener Straße. Volle Notwehr, wer kennt das nicht? Ne? Wird doch jeder von uns genauso machen, oder Philipp? Wenn du jetzt siehst, bei dir lauern dir jetzt ein paar Typen auf und du könntest nach Hause und die Polizei rufen und Schaden von allen abwenden, würdest du doch auch sagen, hier, ich hole mir jetzt eine Keule, renn auf die zu und zeig den hier. Besonders bei 2025. Ja, aber mindestens, Philipp. Wenn es keine 50 waren. Der hat bestimmt nur untertrieben, weil er so ein bescheidener Typ ist. Ne? Und also die 25 Leute hätten auch den Bus gekapert wahrscheinlich, in dem er saß. Wenn die gesehen hätten, er säß drin. Die wären rein, hätten den Busfahrer zusammengeschlagen und wären mit dem Ding hier wie Speed über die Straßen und hätten dann alle Fahrgäste als Geiseln aber genommen. Axel, du musst sagen, das Härteste, was hier der Pierre Bauer gesagt hat, ist, er glaubt, dass er ein bisschen mit dem Teleskop-Schlagstock den Regenschirm erwischt hat und da kann ganz schön vielleicht ein bisschen eventuell fast gar nichts durchgegangen sein. Ey, hör mal, der andere sagt aber, da splittern die Knochen, Philipp. Ne? Der hat Erfahrung, der weiß, wie sowas läuft. Also jetzt hör aber mal auf hier. Ne? Also du als Couch-Potato, du hast keine Ahnung, wie Straßenkampf abläuft bei diesen Leuten. Ne? Du bist auch nicht hier. Will ich auch nicht mehr. So einem gefährlichen Milieu kennst du dich ja gar nicht aus. Hast du auch nie erlebt, Philipp? Sag mal doch mal ehrlich. Nee, gar nicht, mir völlig fremd. Du warst nie richtig dabei. Nur Filme. Du bist nie echt dabei gewesen. Sowas kennst du gar nicht gut. Du hast dann so Sachen erlebt, wie hier mit Pumpgun und dass Leute dich zu Hause überfallen haben. Aber ohne Sporttasche, Axel. Ohne Sporttasche. Aber die hatten keinen Teleskop-Schlagstock. Also kannst du jetzt ja gar nicht mitreden. Das ist ja, was wir wieder machen, Philipp. Wir reden hier und haben doch gar keine Ahnung, was diese Leute in diesem Hexenkessel da erleben tagtäglich. Das ist Überlebenskampf für Deutschland, den sie da täglich auf sich nehmen. Da splittern die Knochen, da trieft das Blut, das ist ein Endkampf. Das sind hier die letzten Bataillone, die angetreten sind und trotzdem siegreich bleiben. Der ist immer noch dabei, der ist so stabil, der ist so cool. Junge, ich bin hin und weg, das sind deutsche Krieger. Krieger! Philipp, nicht so Labertaschen wie wir, so Typen, die hier zu Hause lieber mit Familie ein schönes, ruhiges Leben führen, ja, die keine Probleme haben, die nicht überfallen werden, die wirklich mit jedem gut klarkommen können, die sagen, leben und leben lassen, ja, die ein vernünftiges Auskommen haben, die sich eine Zukunft aufbauen, du bald ja mit deiner Frau und deinem Kind, ja, als verheirateter Ehemann, ja, alles ganz tolle Sachen, aber diese Leute, das sind echte Kämpfer für Deutschland, ja, schön hier Hartz IV beziehen, den ganzen Tag irgendwie die Muskeln aufpumpen und Waffen kaufen von einem Soli-Zuschlag und hier Videos aufnehmen. Ganz, ganz wichtig. Real Talk, Real Fight. Ha, Jungs, wer da mitmachen will, um sein Leben zu verbauen, wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. Ne? Das ist ganz Lustiges. Da habe ich dann den Regenschirm genommen, den Typen gezogen und er hat sich aber an dem Regenschirm festgehalten. Dann habe ich ihn in meine Richtung gezogen. Mit dem linken Haken, dann ist er gleich zu Boden gefallen. Das war so lustig.
Der war doch gar nicht dabei. Mir dann noch die Bauarbeiter, weil die gesehen haben, da wird jetzt jemand angegriffen. Das ist natürlich für die unfair. Das waren irgendwelche polnischen Arbeiter, weil hier nämlich auch gerade in dem Moment noch Arbeiten waren. An den Häusern, Renovierung, pipapo. Also die Baustellenmitarbeiter haben sich dann eingemischt. Solidarisiert, haben gesehen, das ist ganz schön unfair. Mit Baulatten wollten sie dann runter. Und die Antifa ist dann in der Richtung geflüchtet. In den Strebergarten rein, in Fünfergruppen, da weg. Weil hier haben wir nämlich den Lehndorfer Wald. Richtig. Und sage ich mal, aus dem Wald heraus zu flüchten, ist ja auch für die relativ gut, relativ einfach. Hat es danach denn große polizeiliche Maßnahmen gegeben, die du mitbekommen hast, Großer? Ich habe nur dann wahrgenommen, dass dann die Polizei auch kam. Mein Nachbarn kam mir zu Hilfe. Ich war komplett fertig, ich konnte nichts mehr sehen, ich konnte nichts mehr wahrnehmen. Ich hatte nur noch den Teleskopschlagstock bis zur letzten Stunde in der Hand gehabt. Ne? Wo die Polizei eingetroffen ist, hatte ich den immer noch in der Hand gehabt. Ne? Weil das ja meine Versicherung in dem Moment war. Ich habe natürlich nicht losgelassen. Ja, natürlich. Die Polizeimaßnahmen waren aber nicht mehr irgendwie ausschwärmen. Im Gegenteil, die haben sich natürlich wieder nur mit mir beschäftigt, wie es ja immer ist. So, ne? Also normalerweise, wenn wir einen Überfall hier im Stadtgebiet haben, dann werden auch gleich, da werden gleich X-Streifen losgestickt aus allen Richtungen. Am besten noch ein Hubschrauber oder manchmal sogar zwei Hubschrauber. Definitiv. Und was wir da halt sehen, wenn solche Angriffe stattfinden, vermutlich oft. Puh, wow, das tut schon weh, das zu hören. Zwei Hubschrauber. Ich wollte gerade sagen, wer kennt das nicht, wenn hier so ein Überfall ist, ja, und so ein Telefonat eingeht, da betteln sich welche, dann kommt sofort das SEK. Also dann wird auch hier direkt die Nationalgarde, die Bundeswehr informiert, ja, dann kommt das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz und dann schwärmen die aus und dann wird erstmal das komplette Stadtteil abgeriegelt. Und dann kommen die Hubschrauber, die wirklich dann mit Infrarot auch dann die Wälder durchsuchen. So ist das. Und wer was anderes behauptet, der ist ein dreister Lügner, der verbreitet Fake News. Aber nur weil es hier um einen anständigen deutschen Kämpfer, der sich gegen die fünfte Kolonne des Merkel-Scholz-Systems gewehrt hat, ja, wirklich im Überlebenskampf begriffen war, haben wirklich dann wieder diese ACLB-Cops einfach ihren Job nicht gemacht, weil die von oben, die waren schon informiert über diesen Vorfall, direkt die Ansage bekommen haben, hier, wenn so ein Anruf jetzt kommt, heute Abend in der und der Straße, nicht hinfahren, nicht drum kümmern, das ist alles hier schon abgesprochen, das ist alles so gewollt, dass hier die leuchtende Kampfkraft eines stabilen Deutschen aber Axel, man muss doch jetzt hier auch mal ganz klar sagen, der sagt, eine Stunde hat er noch den Schlagstock festgehalten, dann sind die geflüchtet, das hat er alles gesehen, aber er konnte noch eine Stunde danach, konnte er sonst nichts wahrnehmen und bis die Polizei kam und sich an dem einen Schlagstock, den er vorhin gerade erst gekauft hat, Gott sei Dank, und dann auch noch die Sporttasche retten, das ist schlimm, das hier anzuhören, das ist, oh, diese Geschichten dann aus der Gruft, der andere erzählt hat auch noch, wie er krass dann mit dem linken Haken hat er am Regenschirm gezogen, das muss ja, was ist da los in Braunschweig, ich wusste gar nicht, dass das was... Ich sag ja, Chicago, Detroit ist nichts dagegen. Das ist wirklich hier urbaner Straßenkampf pur, Philipp. Ja, da kämpfen die Deutschen um ihr Überleben. Aber schön ist dann auch die Denkerpose, die er hat, so wie von Rodin in Stein gemeißelt hier. Ja, dann konnte ich nichts mehr sehen und habe mich dann umklammert an meine Lebensversicherung, ja, die ich gezogen habe. Und wo ich mich da frage, ja Junge, ne, jetzt hast du da Pfefferspray abbekommen, jetzt stehst du da, fürchtest um dein Leben. Was wäre denn eigentlich so für Leute mit zwei funktionierenden Gehirnzellen daraus die logische Konsequenz? Dass man doch eigentlich sagen müsste, wäre ich doch mal lieber nach Hause gegangen. Wäre ich doch mal lieber in meine Wohnung, hätte die da stehen lassen, hätte die Polizei gerufen, es wäre nichts passiert. Ne, ich hätte niemanden mitgefährdet. Anstatt zu sagen, ey, Sporttasche runter und den Lümmel ausgepackt und dann auf die los und dann betteln wir uns. Ja, was hast du denn gedacht, was passiert bei 25, 35, 45 Gegnern, die da standen, ja? Was hast du gedacht, würde passieren? Ja, und warum nimmst du das in Kauf? Warum entziehst du dich dieser Situation nicht? Ja, weil du kein Feigling sein willst oder weil ihr jeden Straßenkampf geil findet, weil ihr dafür trainiert, ich weiß es nicht, ne? Aber letztlich muss man doch sagen, du bist doch selber schuld, also heul leise, es tut mir wirklich leid, dass du Gewalt erfahren hast. Ja, auch wenn du selber ein Schlägertyp bist, auch wenn du selber Gewalttätigkeiten forcierst, tut es mir leid, wenn du Gewalt erfährst. Das tut mir für jeden Menschen leid. Ja, aber du hast es doch so gewollt. Du hast es doch so gewollt. Du bist doch kein Opfer. Du bist doch jetzt in dem Moment nicht in eine Situation geraten, aus der du nicht rausgekommen bist. Du wärst aus dieser Situation rausgekommen wegen deinem Bauchgefühl, deinem großen Herz. Ja, dann hättest du einfach sagen können: Scheiße, ich gehe nach Hause. Ne?
Und dann hätte man ja gucken können, wenn sie nochmal da gestanden hätten. Wärst du vorgewarnt gewesen, wärst immer woanders ausgestiegen, hättest deinen Tagesrhythmus geändert, hättest die Polizei gerufen, ja, und wärst vielleicht mal in dich gegangen, hättest dich fragen passiert können. Ja nicht, passiert ja nicht. Eigentlich du willst es, ja. Und wenn ist du, eigentlich Axel, wert? Wenn du den ganzen Tag morgens schon aufstehst, trainierst und du machst diese Kämpfe da irgendwie im Keller und ölst dich mit Butter ein, gehst los, kaufst die Schlagstöcke, dann ist es trotzdem genau richtig. Auch wir haben das in der Situation gesehen, haben gesagt, 5 von uns gegen 100 von euch, scheiß drauf. Das ist einfach, wenn du diese Wut hast, Aggressivität in dir hast, dann suchst du dir jede Situation, dann ist auch scheißegal. Dann ist im Nachhinein rumzujammern, ich habe gerade so mit dem Teleskopschlag schon durch den Regenschirm durchgeschlagen und dann sage ich mal so, ja, krasse Geschichte, dafür jetzt 15 Minuten aufzuwenden, das ist ziemlich doll. Ich pfeife mal die letzten Minuten rein und gucken wir uns noch. Ich würde eine Sache noch gerne anmerken, weil ich diesen Leuten ein Stammbuch schreibe. Ja, und da war ich ja selber auch zu meiner Zeit als Neonazi absoluter Heuchler. Ja, also ihr verachtet und hasst laut eigenem Bekunden ein System und beschwert euch dann, wenn dieses System nicht für euch da ist. Also da ist ja dann die Frage, normalerweise könnte man ja sagen, ihr wollt doch auch alles und jeden ausgrenzen und die minimalen Bürgerrechte entziehen, ja, bis zum geht nicht mehr entmenschlichen und entrechten, wen ihr als Feind betrachtet in eurem System, in der Vorstellung eures Volksstaates, eures Vierten Reiches. Aber jetzt heult ihr rum und beschwert euch dann immer noch mit Krokodilstränen. Ja, und dann haben die gar nicht das gemacht, was die sonst machen. Die haben sich nur um mich gekümmert. Ist ja wieder hier klar, die Cops, nur Gegner und nichts für uns. Wo ich mir denke, ja, weiß nicht, wie redet ihr denn über die Polizei? Was haltet ihr denn von der Polizei? Was haltet ihr von dem Staat? Ja, und dann wollt ihr aber, dass dieser Staat und diese Polizei für euch da ist? Weiß nicht, klingt für mich ein bisschen komisch von dieser Sparte aus betrachtet. Ne? Ich meine, es ist gut, dass wir in einem Staat leben, der auch für solche Axel, es tut mir leid. Es tut mir leid, du hast nachher noch Premiere. Ich muss dich jetzt ein bisschen einkretzen. Ist okay. Ich wollte das nochmal loswerden. Wir verlieren uns da, wir müssen jetzt im Ende jetzt ein bisschen uns kürzer fassen. Dankeschön, ich würde mich die Minuten jetzt noch laufen lassen. Ich glaube, der Input hier zu reich. Wir haben noch ein anderes, zweites kurzes Video, damit man auch sieht, wer mit wem hier abhängt. Damit wir da auch einen Einblick dazu haben. Von Mitarbeitern der Gewerkschaften oder selbst Mitarbeitern der Stadt, da wird von der Polizei her gar nichts gemacht. Also da wird kaum ermittelt. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren hat nur einmal im Zuge von so einem Überfall irgendwie eine Gegenreaktion des Staates stattgefunden, im Zuge von 12 Hausdurchsuchungen. Aber da kann man auch nicht genau sagen, ob es wirklich was mit dem Überfall zu tun hatte, weil wir das nicht genau wissen. Und die Zeitungsartikel gibt es ja auch nicht mehr, die es zu dem Vorfall gab. Haben wir gesucht bei Google, ich habe nicht einen Artikel mehr gefunden. Ganz genau, ich weiß noch, wie das damals war. Ich kam nämlich, glaube ich... Also wir reden hier auch eine Sache, was 6 oder 7 Jahre her ist, Axel, ne? Also nur mal so. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute schwerer zu fassen sind, weil sie eben nicht wie ihr mit 1000 Symbolen, Tätowierungen und offenem Gesicht rumlaufen, Leute angreifen. Könnte auch eine Rolle spielen, ja, aber dass da nicht ermittelt wird, sie sagen selber, sie wissen es nicht, woher wollt ihr denn wissen, was da alles versucht worden ist und wie der Staat eben da gearbeitet hat, ist dann schon so ein bisschen überheblich zu sagen, ja, die haben ja da nichts gemacht und dann, ja, mutmaßlich waren das auch Gewerkschafter und Mitarbeiter der Stadt, die an diesem Überfall beteiligt waren, ja, weiß nicht, hat der eine Kristallkugel oder trinkt der morgens Kaffee, um einen Kaffeesatz zu lesen? Oder dann könnte er mit solchen Fähigkeiten der Wahrsagerei ja auch mal die Lottozahlen vorhersagen. Ne? Warte, ich will nur kurz hier das mal so mal hier so vorlesen, also über den wir hier sprechen, über den Pierre Bauer. Ne? Hier sieht man die Information zu ihm. Pierre Bauer ist seit Jahren ein fester Bestandteil der militanten Nazi-Szene in Braunschweig und fällt vor allem durch seine Gewalttaten auf. 2016 brach einem Schüler der neuen Oberschule den Kiefer, nachdem er beim Verteilen von Flyern an der Schule erwischt wurde. Im gleichen Jahr verprügelte er auf offener Straße einen Mitarbeiter der Jugendorganisation Die Falken vor deren Jugendtreff, nachdem dieser eine von Bauer begangene Sachbeschädigung dokumentiert hatte. 2017 verletzte er dann einen Jugendlichen mit Steinwürfen. Für diesen mehrfachen Körperverletzung und Weiterstrafen wurde er zu 2 Jahren Haftstrafe verurteilt, die er aufgrund eines guten Sozialprognose jeweils zur Bewährung ausgesetzt wurden. Also, da kann man sich auch immer mal wieder informieren, über wen wir dann hier so sprechen. Das überlasse Richard, gibt es auch ganz viele Dinge. Ne? Nicht, dass wir hier irgendwie so das Gefühl haben, ja, hier kommt jemand vom Sport, der Gott sei Dank gerade einen Teleskopschlagstock gekauft hat. Von der Arbeit aus Hannover und habe schon im Auto, habe ich nämlich schon bei Radio Okerwelle, habe ich dann schon gehört, dass ein Überfall von ca. 20 Personen an der Saarbrückener Straße, Ecke Saarstraße, stattgefunden hat. Und da konnte ich mir natürlich schon denken, was los ist. Dann hat der gute Bürgermeister mich, glaube ich, auch informiert. Ich bin dann natürlich zügig ins Krankenhaus und konnte dort feststellen, dass er wirklich komplett
aussah wie Mr. Krabs, also er war krebsrot. Ah, T-Shirt war aus. Die Klamotten waren nass vom Pfefferspray, sie waren nass. Also die haben wir später in eine Tüte und ich habe sie sogar versucht noch zu waschen. Die musste man aber wegschmeißen. Weil ja, die waren also mir wird ganz übel. Also mir wurden auch mal 2000 Pfefferspray auf den Körper gesprüht. Danach habe ich noch mit der Pumpgun mehr geschossen und so weiter. Und das ist, ja, das tut in den Augen weh und da brennt die Haut auch vorne. Ich muss dann im Krankenhaus auch so eine Salbe bekommen und sonst auch so ein Bad bekommen und so weiter. Philipp, ich weiß nicht, ob du die Bilder mal von mir gesehen hast, wo ich überfallen worden bin, Antifaschisten. Also ich hatte zwei Löcher im Schädel, die mit jeweils 10 Stichen genäht werden mussten. Ich hatte Zähne verloren. Ich sah wirklich aus, komplett zugeschwollenes, kaputtgetretenes Gesicht. Ich war mit Hämatomen übersät. Und er wurde jetzt von 25 Leuten überfallen, ja, und ist krebsrot. Ein richtiger kleiner Dulli ist das, so wie man. Muss ich aber sagen, hast du aber echt Schwein gehabt, Junge. Ne? Hast du echt Schwein gehabt, ne? Bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Also soll es auch kein Aufruf sein, der hätte es härter treffen müssen. Aber jetzt rumzuheulen, ich war krebsrot und mehr ist nicht passiert. Junge, heul leise, heul bitte leise. Ernsthaft. So. Also tut mir leid. So versaut von diesem Gas. Das war wirklich widerlich. Aber, wenn ich nochmal darauf hinauskomme, an sich hatte ich trotzdem keine krassen Verletzungen. Ja, du warst halt nur krebsrot. Ich hatte extrem viel Pfeffer abbekommen, aber eigentlich hätte ich da liegen müssen. Also wenn ich mit 25 Mann auf einen Typen losgehe, der liegt dann da. Ja, also keine Leistung für mich. Ich habe, wie gesagt, immer noch keinen. Die können immer wieder gerne kommen, wenn sie es drauf anlegen. Also das hat mich nicht beeindruckt, weil das ist für mich eine feige Tat gewesen. Ja genau, im Nachhinein muss ich ja dann noch eine Ordnungswidrigkeit zahlen für den eingesetzten Teleskopstockstopp. Können aber immer wieder gerne kommen, war keine Leistung. Also hätte das wahrscheinlich noch ehrwürdig gefunden, wenn die ihn dazu Brei gekloppt hätten oder was. Und dann kommt immer wieder, kommt immer wieder. Ja, kommt doch her, mach doch, komm doch. Was ist das für eine Einstellung? Ja. Also was ist das? Also ich heule rum, hier krasser Antifa-Überfall und oh, guck hier, 25 Mann, Verteidigung, ich habe mich nur gewehrt, aber kommt doch wieder, kommt doch her, traut euch doch. Kann ich mehr, nein, das reicht doch. Alter Schwede. Daran merkt man halt auch, wie krass es ist. Ich glaube, danach hast du sogar ein Waffenverbot bekommen für legale Waffen. Ne? Für legale Waffen habe ich auch noch bekommen. Und das nur, das nicht. Weil es war keine Notwehrsituation. Du hast keine Notwehrsituation. Du hättest dich dem problemlos entziehen können. Du hättest gehen können. Es war kein Notwehr. Oh, Junge, Junge, Junge. Wirklich, das tut weh, Philipp. Das tut echt weh. Einen Mordversuch gewährt hat, das muss man sich mal vorstellen. Dann bekommt man hier vom Staat ein Waffenverbot, das man auch noch explizit bestätigt bekommt vom lieben Papa-Staat, dass man sich auch nicht wehren darf. Ne? Ja, also von den Tätern wurde, wie gesagt, keiner ermittelt. Und ja. Also, nur fies. Man kann sich nur selbst helfen. Boah, fies. Selbstverteidigung und Mordversuch. Mordversuch, Philipp. Mordversuch. Die wollten ihn umbringen. Das tut jetzt auch richtig weh. Das tut jetzt auch richtig weh. Und auch mal das Bauchgefühl, wie gesagt. Dem Bauchgefühl nachkommen. Hätte ich das ja nicht gemacht, wäre ich ja reingelaufen. Und dann hätte es sich komplett erwischt, meinst du? Also früher auch mal lieber mit Selbstverteidigung beschäftigen als Nationalist und mit so einem Angriff auch rechnen. Das ist sehr wichtig. Also, ne? Weil irgendwann kommt der Tag, dann werden sie dich auch angreifen. Da reicht es auch, wenn du, wie gesagt, ein kleiner Aktivist bist. Du musst nicht eine große Nummer sein, dass sie dich dann irgendwann angreifen. Ne? Naja, damals, so gesehen, du hattest ja hier keine führende Tätigkeit im Braunschweig. Aber Straßenkämpfer war ich ja in dem Sinne schon immer. Oh, wie peinlich. Naja, du hattest hier so keine Tätigkeit. Naja, Straßenkämpfer war ich ja schon immer. Digga, du hast erzählt, du hast mit einem Teleskopschlagstock einen Knirps kaputtgeschlagen. Ein LGBTQ-Knirps oder so. Falls jemand da Bock, ein Meme hat draus zu machen. Wow. Wow. Eine Rolle hattest du ja nicht gespielt. Naja, Straßenschläger war ich schon immer. Ja, genau, das waren wir halt auch. Straßenschläger. Ein kleiner Aktivist bist. Du musst nicht eine große Nummer sein, dass sie dich dann irgendwann angreifen. Ne? Naja, damals, so gesehen, du hattest ja hier keine führende Tätigkeit im Braunschweig. Aber Straßenkämpfer war ich ja in dem Sinne schon immer. Also ich war jetzt in der Führungsebene. Ich finde das krass auf dieser Straße, wie wenig da los ist. Weißt du, das spürt man jetzt richtig bei der Story, oder? Das ist geil. Also, komisch, ich kann mir gar nicht erklären, dass er nicht in der Führungsriege der Partei war. Komisch, also weiß nicht. Also kann ich mir nicht erklären, warum. Aber schön ist ja auch wirklich diese Pazifisten, die sich nur wehren, dass sie auch dann so einen Schlagring im Logo
haben. Gut. Nur um sich zu wehren, Philipp, natürlich. Nur um sich zu wehren. Auch diese Angriffe da auf Jugendliche, denen der Kiefer gebrochen wurde, war alles nur um sich wehren. Ja, das sind wirklich also echt liebe Menschen, ja, mit denen man ganz normal umgehen kann. Hat ja auch der Steven ja erzählt, ja, wir wären nur ungemütlich, wenn wir angegangen und angegriffen werden, aber sonst kann man total mit uns normal reden. Wir sind ganz normale Leute, haben wir hier wieder gesehen. Ganz normale Leute mit Schlagring und mit Teleskopschlagstock und genau, dann noch was stellen wir uns jetzt eigentlich so an? Ja, was labern wir hier wieder für Systempropaganda, ne? Wir bösen Hetzer, Philipp, ne? Da war ich in der Partei natürlich nie eingegliedert. Ich war schon immer ein Hallo. Axel, wir sind abgestürzt. Ja, schreiben die auch alle. Ich habe dich auch die ganze Zeit jetzt nicht mehr gehört. Jetzt höre ich dich wieder. Wollen wir das zweite Video noch lustig einmal 20 Minuten hinterher machen? Oh, lass doch machen, ist doch kein Problem. Okay, aber dann lass mich das noch ganz kurz. Dann lass mich das Jetzt steht hier wieder da, wir sind wieder da. Sind wir live?